Ihr wollt wissen, wie ihr eure Kinder auf Reisen oder auch zu Hause oder halt vor allem beim Camping auch beschäftigen könnt und ihr braucht Tipps, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu diesem Video. Wir haben jetzt mal alle Tipps und Sachen zum Spielen und Beschäftigen hier zusammengetragen und wollen die euch mal zeigen. Los geht's. Die Lucy zum Beispiel malt ganz gerne. Deswegen, wir haben jetzt hier so viele Stifte, weil wir die zum Geburtstag geschenkt gekriegt haben. Aber eigentlich haben wir in der Emma immer so eine kleine Tasche mit ganz vielen Buntstiften und Filzstiften, ne Lucy? Mhm. Und das reicht eigentlich auch völlig aus. Genau, ganz viele Buntstifte und Filzstifte, Schere und Leim. Wo ist eigentlich der Leim? Der Leim ist hier drin. Der ist auch da drin. Achso, damit wir auch basteln können. Er ist ganz unten. Da ist er. Genau. Und das hat sie aber mal zum Geburtstag bekommen. Und da wir zu Hause viele Stifte haben, haben wir das jetzt auch in den Wohnwagen getan. Ja, das ist jetzt, ja, das ist jetzt mal ein Bild, was ich gemalt habe anhand dieses Buches. Da hat die Lucy auch schon mal ein bisschen was gemalt. Ja. Das ist nämlich ein sehr schönes Buch. Hatte ich schon mal eine Buchvorstellung vorgestellt und euch gezeigt. Da ist nämlich alles Schritt für Schritt, was es so gibt, erklärt, wie man es zeichnet von Möbeln und Essen. Und Pflanzen und Tieren und Menschen und Häusern und ach, was weiß ich alles, was hier alles drin ist. Ganz, ganz, hier ganz zum viel. Beispiel, bei manchen gibt es auch zwei Schritte, weil das eine gar nicht auf eine Zeile passt. Genau, das stimmt, damit man dann das Tier hat, ne? Ja. Ja, also sehr schönes Buch, also malen, Papier und Stifte geht immer. Was auch schön ist, sind solche Malen nach Zahlen oder in dem Fall Malen nach Buchstabenblöcke, ne? Ja, da bin ich gerade noch dran. Ein schönes Bild. Hier ist die Lösung immer drauf. Mhm. Aber das schaue ich nie ab. Ja, man, ist das hier doof. Da hat man dann hier unten quasi die Zahlen oder die Buchstaben. Und so entsprechend muss dann ausgemalt werden. Hier sind die Buchstaben. Genau, hier haben wir es mal mit Buchstaben. Was es dann auch ohne Buchstaben gibt, sind so kleine Mandala-Blöcke. Da hast du auch schon einige gemacht. Hier auch schon eins angefangen. Mandala. Das machst du auch manchmal ganz gerne, ne? Ja, Mandala. Hier ist noch so ein Block. Da kann man hier malen. Also zuerst gibt es da solche Seiten. Die muss man erstmal ausmalen. Man hat auch hinten eine Lösung. Kann ich euch mal zeigen. Hier. Dann muss man das ausschneiden und dann aufkleben. Ich habe hier schon ein paar. Da hat es ein bisschen mit Klebeband gemacht. Ja, da hat sie gerade keinen Leim, ne? Ja, da hatte ich keinen Leim. Und hier habe ich es dann aber mit Kleber gemacht. Habe ich noch einen Weg hinten gemalt. Ja, und das habe ich letztes Mal beim Camping gemacht und das habe ich auch schon vor langer, langer Zeit gemacht. Da hatte ich noch keine Hautfarbe, weil ich habe jetzt Hautfarbe. Und hier, das kann ich auch noch machen. So ist das dann quasi. Hier, dann schneidet man das aus und dann klebt man das quasi auf. Und ich muss das hier noch ausschneiden. Recht schönes. Ich habe davon auch noch ein Pferdeblock. Nee, das. Die Ponys hast du schon, ne? Und das hast du noch zu Hause. Ja, das habe ich noch zu Hause. Genau. Also Rätselhefte sind auch ganz toll. Ich habe ja drei Camping immer mit. Und hier, das habe ich neu zum Geburtstag. Da gibt es ganz viel. Und hinten drauf stehen halt immer die Lösungen. Da habe ich schon einige gemacht. Also nicht gerade erst. Da muss man quasi den Text lesen und dann Fragen zu dem Text beantworten. Ne? Das sind so Leseübungen. Ja, man kann das auch einfach rausreißen, ja, wenn es fertig ist. Und dann haben wir Rätselheft Nummer 2. Das habe ich schon ganz lange. Ich weiß gar nicht, wie lange. Eine Zuckertüte war das. Da kann man hier verschiedene machen. So, sogar ein Pferd malen. Hier auch. Da kann man, muss man Farben lesen. Quadrat. Das ist ja ein Quadrat. Da. Und das Quadrat ist rot. Also müsste ich das dann rot ausmalen. Und irgendwann wird es dann zum richtigen Bild. So, und jetzt kommen wir zur Rätselheft Nummer 3. Das ist wiederum ein Kreuzfahrtheft. Kreuzworträtsel. Und dann habe ich hier schon einiges gemacht. Bei manchen Seiten war ich noch nicht, weil ich da Hilfe brauche. Und da war die Hilfe natürlich nicht da. Die könnt ihr im Internet oder irgendwo anders bestellen. Hier hinten viel weiteres. Hier habe ich noch eine Maltafel mal bekommen. Vom Osterhase, glaube ich. Mhm. Und da kann man zum Beispiel XXO spielen. Dann mache ich hier vielleicht ein O. Dann weiß man nicht, mache ich hier ein X. Dann mache ich wieder ein O. Und da kann man halt verschiedene Sachen drauf machen. Das ist halt eine coole Maltafel. Das ist dann schön. Kann auch leuchten im Dunkeln. Das sieht man jetzt, wenn es hell ist, noch nicht so gut. Man muss ein bisschen nass machen.
und ein bisschen anhauchen, dann noch mal ein bisschen, damit es überall verteilt ist. Hier. Dann wegwischen. Manchmal geht es schwer, manchmal aber auch nicht. Manchmal kommt auch Flecken hin, wenn man zu viel Wasser drauf macht. Man darf halt nicht zu viel Wasser drauf machen, nur ein bisschen. Hier habe ich noch eine Hülle. Und da sind ganz viele andere Sachen, Rätselsachen noch drin. Also hier hat man noch Rechenaufgaben, ja. Dann so Nachmalsachen, Ausmalsachen, Rätselsachen, ja, cool Sachen. Buchstaben. Also ganz und viel. Was weiß ich für ein Zeug jetzt da noch. Genau, hier. Da habe ich sogar auch mal Quatsch gemacht mit den Dingern. Da habe ich dem Papa was Lustiges vorgespielt damit. Und wenn man da was gemalt hat, macht dieses Schwarze rein, dann leuchtet das, wenn das angeschaltet ist, leuchtet das sehr schön. Ja, dann sieht das richtig toll und geheimnisvoll aus. Dann haben wir hier einen ganzen Schrank voller Reisebrettspiele. Also jetzt so Klammspiele. Auch sehr cool, Wortblitz und Double, das sind so unsere Favoriten, Wortblitz, Double und Uno. Ja, ne? Wortblitz. Siedler von Catan, für Kinder ist jetzt neu. Hier sind noch ein Haufen Brettspiele drin, so Reisespiele, die habe ich in kleine Zipptüten gepackt und alles in diese Waschtasche getan. Somit haben wir hier locker 15, 20 Spiele dabei. Und das ist mein Lieblingsspiel, das spiele ich sehr gerne mit anderen, wie zum Beispiel mit der Mama, aber alleine kann man das halt nicht spielen. Genau, das ist das Mastermind, das hatten wir früher schon. Für unterwegs geht auch immer Kreide. Ja, hat meine Freundin die Geburtstag geschenkt. Und hier haben wir ganz viele Brettspiele. Das sind so XXL-Brettspiele. XXO haben wir auch schon mal gespielt. Oder das Leiderspiel blende ich euch ein. Da waren wir in Magdeburg, da haben wir das gespielt. Und Twister und sowas ist hier dabei. Hier haben wir jetzt auch neue Ringe werfen. Das können wir dann auch mal spielen. Ja. Und das, haben wir, das ist nämlich das Neue. Das haben wir jetzt noch gar nicht gespielt. Hier haben wir jetzt noch eine Kiste mit sämtlichem Zeug, wie ein Ball, ein Schwebedeckel, noch ein paar Stifte, die Tischtennisschläger, Lampions und hier ist auch ein Leuchtball irgendwo ja, noch dabei. Ja, mein Leuchtball. Und das ist meine Campingküche für meine Puppen. Da kann man das hier zur Seite schieben. Achtung. Guck mal, geht immer ein bisschen schwer. Dann hat man hier sowas, da kann man hier das unten aufmachen und da kann man die orangen Dinger, seht ihr? Kann man dann so zusammenbauen, ne? Ja, kann man dann hier oben hinstellen. Also, ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das ist. Auf jeden Fall ganz praktisch und toll. Also Puppensachen sind auch immer mit dabei, ja, ne? Hier haben wir noch sogar auch noch Babyklo. Genau. Hier haben wir auch noch so eine kleine oder große Wickeltasche. Da sind alle Puppensachen drin. Essen, Trinken, Kuscheltiere, Spielzeug, Anziehsachen, alles für die Puppen. Ist jetzt alles hier dabei. Hier habe ich noch eine Mappe zu Hause vorbereitet, wo wir hierher gefahren sind. Zum ersten Mal habe ich hier noch ein paar Pixie-Bücher. Bimmelbücher. Für solche Bücher, die lese ich auch gerne. Ja, die kann ich dann jetzt sogar auch alleine lesen. Hier ganz verschiedene Geschichten. Manche sind nicht nur so knickig, sondern auch so, also die Seiten können ja immer so wie beim Platz sein. Außenrum ist das manchmal so hart, im Gegensatz zu dem. Ja. Es kann sich ein bisschen biegen halt. Mhm. Und dann habe ich noch vom Weihnachtsmann ein Puppenzelt bekommen. Da schlafen meine Puppen im Moment drin. Sind alle ganz schön eng zusammengekuppelt. Und dann muss man das dann hier reinstecken. Und die hier, Achtung, auseinander. Und dann, wenn man es aufbaut, muss man das, oder abbaut, muss man das so machen. Wenn man aufbaut, natürlich wieder reinstecken, weil sonst funktioniert es ja nicht. Wenn man das so lässt, ist es ja nur einfach mal liegen bleiben. Aber es muss ja stehen, damit die Puppen überhaupt da reinkommen können. Ja, also Puppen geht bei uns immer und ich muss sagen, wenn wir was mitnehmen, nehmen wir auch oftmals die Puppen mit. Jetzt beim Camping, dadurch wir den Dauerstellplatz haben, ist es auch so, dass wir noch Knete mit haben, weil wir haben noch so Küchenutensilien aus Knete oder für Knete, dass man Essen für die Puppen kneten kann. Das machen wir auch sehr gerne. Also macht die Lucy ja gerne, dann mache ich dann immer mit. Und was wir auch in letzter Zeit häufig mit haben auf dem Dauerstellplatz, ist hier diese Tasche. Ja, ich blende euch jetzt mal ein paar Bilder ein. Unser Opa hat wieder gebastelt und hat eine schöne Sitzgruppe für die Puppen gemacht. Ihr seht es jetzt sicherlich, ich blende euch hier ein, was ich kann. Und damit spielen wir halt auch sehr gerne und sehr oft. Und hier haben wir natürlich auch im Schrank mit Playmobil, haben wir einfach das Wohnmobil hier.
Da sind dann natürlich auch noch Sachen drin. Hier auch. Auf jeden Fall sind hier dann die Figuren drin. Da haben wir auch noch ein Familienfahrrad. Und hier das Auto von den Wohnwagen. Und hier haben wir noch ein Drehboot. Genau, also Playmobil geht auch immer, ne? Wenn, ja. Man nimmt aber was Unterschiedliches mal mit, wenn wir Lust haben, ne? Ja, und man kann das hier auch so was dran machen und dann fährt das im Wasser und dann dreht sich das so oder so. Aber das hört man natürlich nicht. Das sieht man, wenn dann nur hier durch. Mhm. Und hier können dann die Playmobil-Figuren rutschen. Genau. Bei meiner Oma im Pool haben wir das auch schon mal oft gemacht. Genau. Im Sommer. Ja, also Playmobil geht immer, ne? Ja, sehr immer. Wo ihr auch nachschauen könnt für Tipps, ist hier oben in dem Video. Da geht es um Tipps für Langstreckenflüge, für die Beschäftigung. Also gerade wenn es bei euch um lange Reisen oder Flüge oder sowas in der Richtung geht, da habe ich da auch schon ganz viele Tipps gegeben. Weiter geht's. Was auch gut geht bei uns, ist Verstecken spielen. Nur sie versteckt sich dann immer hier unten, deswegen finde ich sie immer ganz schnell. Ne? Ja, weil meine Mama das weiß, dass das mein Lieblingsversteck ist. Ja. Allgemein muss man sagen, gerade beim Camping braucht man eigentlich nicht so viel Spielzeug. Die Spielzeuge oder Spielsachen sind dafür da, wenn wirklich mal Langeweile in Anführungsstrichen aufkommt oder wenn es mal regnet, man viel drinne ist oder sowas in der Richtung. Aber wir haben auch schon bei schönem Wetter draußen damit gespielt, also so ist es jetzt auch nicht. Aber oftmals ist es so, dass die Kinder sich dann hier treffen und zusammen was spielen und eher aktiv sind und aktive Spiele machen, rumrennen, Fahrrad fahren, Spielplatz, sowas in der Richtung. Aber grundsätzlich spielen wir auch oder beschäftigen uns auch mit solchen Sachen eigentlich sehr viel, muss ich sagen. Was auch immer geht, ist natürlich Federball. Der Puppenwagen muss natürlich auch immer mit dabei sein, damit man mit den Puppen auch mal spazieren gehen kann. Hier ist die Zeltgarage. Und da haben wir noch einmal hier Bowl. Ne? Bowl spielst du auch sehr gerne. Können wir dann gleich mal spielen eine Runde. Und dann haben wir hier noch Wikinger-Schach. Also das ist das, wo man die Holzteile so hinstellen muss, gegenseitig umschmeißen muss. Das spielen wir auch ganz gern. Also solche Outdoor-Spiele gehen immer. Ja, wir haben auch noch einen Mikado, so einen Riesen-Mikado mit großen Stäben. Die Sonne blendet. Das kann man hier aber schlecht spielen, weil wir hier Wiese haben und keine Betonfläche. Aber wir haben es immer im Auto dabei. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, ein Entdeckerset. Da habe ich einmal hier eine Lupe. Kann man manche Sachen groß sehen. Kann man natürlich rausziehen. Hier. Und die tue ich jetzt wieder rein. Das ist extra so eine Hülle, damit das Glas hier nicht kaputt geht. Sehr wichtig. Kann man hier Tiere einfangen und dann sieht man die da durch. Da kann man fliegende Tiere einfangen. Einmal eine Libelle oder sowas, wenn man gerade im Wasser ist. Das hier ist vielleicht für eine Zecke, wenn man oder sowas als Kleinigkeit rausziehen möchte, hat man da. Man hat auch noch ein Fernglas. Dann hat man hier, da kann man einen Test machen mit den verschiedenen Tieren. Da kann man Proben, also testen, ob das geht und ob man das machen möchte und halt sowas. Dann habe ich hier noch einen Kompass. Hier kann man einmal eine Lupe, durch die Lupe schauen. Mhm. Wo Norden ist? Wo ist Norden? Weiß ich noch nicht, der bewegt sich noch. Ja, der ist halt auch sehr cool. Genau. Da. Da ist Norden, richtig. Dann, sehr wichtig, wenn ich was gefunden habe. Die Pfeife. Ich will nicht so laut pfeifen, weil sonst drehen hier alle durch. Hier kann man auch fangen. Und dann habe ich hier noch so eine Kreistange. Damit kann man Tiere, die gerade irgendwo krabbeln, einfach so. Und dann tut man die, habe ich hier auch noch, hier rein. Oder halt, wenn das Tier so groß ist, macht man das auf und macht das schnell wieder zu, damit das nicht rausfliegen oder rauskrabbeln kann, je nachdem, was für ein Tier ist. Und dann hat man den Sack und da tut man alles rein. Da kann man sich das dann auf den Rücken hängen. Kann ich euch dann gleich zeigen, wenn ich alles eingeräumt habe. Also man kann den sich so umhängen. Wenn er natürlich so baumelt, kann man hier vorne den nach vorne ziehen. Man kann es auch noch ein bisschen weiter nach vorne, damit es nicht so am Popo baumelt. Das wäre ja doof. Und ja, dann kann man so laufen, egal wohin man geht. Das waren jetzt ganz viele Ideen und Sachen, die man unterwegs machen kann, also die wir unterwegs immer machen oder dabei haben. Also wie gesagt, Rätsel, Malhefte und sowas ist sowieso immer mit dabei.
ansonsten bei uns halt als das Mädchen ist. Ne? Auf jeden Fall immer Puppen. Playmobil geht ja eigentlich bei jedem. Und ja, gerade auf dem Campingplatz, sobald Freunde da sind, ist das Thema dann eh erledigt. Und wenn ihr noch Ideen habt für Beschäftigung der Kinder unterwegs, manchmal sind sie auch Campingplätze oder im Hotel, wo es keine Spielfreunde gibt, was nehmt ihr mit? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ach, was auch noch eine Idee wäre, Sandspielzeug. Das haben wir auch noch in der Zeltgarage, fällt mir gerade ein. Aber das haben wir diesmal hier noch gar nicht genutzt. Aber das ist auch immer mit. Im Auto habe ich es immer mit drin. Genau, das war's und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Schreibt es in die Kommentare, wie gesagt, wenn ihr Ideen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!